So, schauen wir mal weiter Richtung Prefab. Das sieht echt gar nicht schlecht aus. Wie viele Pfeile haben wir noch? Ja. Null. Null Pfeile ist eher kontraproduktiv. Ich finde es immer noch so geil, dass du rückwärts genauso schnell läufst wie vorwärts. Das ist tatsächlich ein Kunststück. Bitte nicht nachmachen. Ein Steel Arrow habe ich zwar noch, aber naja, wenn ich den treffe, damit wäre schon cool. Nicht so rumzappeln. Ah ja. Schnelllootinger. Ah, das traue ich mich nicht. 5 Pfeile. Ja. Ich glaube, im anderen Biom waren wir besser beraten für den Start. Ah, scheiße. Oh, das war's dann. Er ist tot. Ja. Ah, fuck. Boah, der haut aus, ey. Der hat den rechten Haken bei der Hand. Ach, da war die Leiche, deswegen hat es mich gestoppt. Stunt wäre jetzt tödlich und ja, bluten wäre auch scheiße. Jetzt ist er, glaube ich, down. Nice. Na, du aufgedunsener Walker. Komm her. Jetzt reicht's aber dann, Mädels. Fuck. 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 Ah, Mann, ich muss weglaufen. Ah, shit, ich hasse das. Gibt's doch nicht. Erstmal mal was und bandagieren wir uns. Ah, die Steine fehlen. Okay. Dagegen können wir was unternehmen. Also ohne Pfeile bist du ja echt ein bisschen aufgeschmissen einfach. Vor allem auch ohne Rüstung und so. Das ist schon ein bisschen failinger. Was? Ah, Mann! Scheiße. Ich will meine Steine. Und mein Eisen. Wo wollt ihr denn hin? So, jetzt bauen wir da mal ein bisschen was ab. Nebenbei schon ein paar Arrows, nicht falls halt doch irgendwie ein Überraschungsgast kommt. Alles sehr mühsam noch am Anfang. Aber wir können jetzt dann, wenn wir in der Hütte sind, ein bisschen skillen. Und dann wird das schon. Schauen wir da mal. Uns wahrscheinlich das Holz ausgegangen. Ah, nee, obwohl. Holz haben wir sogar auch noch genug. Das ist schon mal sehr gut. Mal trinken. Ja, sehr gut ist halt, dass mit dem Yucca-Juice, dass die Gläser nicht weggehen. Also im Gegensatz zum gekochten Fleisch ist das schon gar nicht schlecht. Oder ich glaube auch bei diesen, bei dieser Aloe Vera Creme, da glaube ich,
Wenn man dann noch Gläser braucht, die sind dann auch weg. Mal ganz dezent durch die Tür. Repair. Level 4 ist halt schon hart für Max. Das ist halt gar nichts. Schauen wir mal, was uns da drin erwartet. Naja. Zumindest ist es mal aus, ich glaube, Cobblestone oder was. Das sollte uns dabei schon mal ein bisschen weiterhelfen. Wie schauen die aus? Nerdy Glasses, wie cool. Harry Potter lässt grüßen. Das brauchen wir, da gibt's. Für die Forge brauchen wir das Leder. Ohne das kommen wir nicht so weit. Scrap it. Oh ja. Oh ja, der wäre wichtig. Scheiße auf das Moldy Bread da. Ja, wir werden doch wieder ins grüne Biom erstmal gehen. Das können wir alles scrappen, brauchen wir dabei nicht. Paper, ja, 13 Paper, ja gut, besser als gar nichts, gell. Scrappen wir auch dabei. Und, da ist, glaube ich, ein Iron Safe immer drin, aber den kriegen wir so nett auf. Ganz vergessen, es dauert zu lang. Fleißig Yucca sammeln. So. Ja, nehmen wir doch mal in die Richtung. Yucca Juice. Ach, schon wieder kein Platz mehr. Aua! Du Schwein. Scheiß Kaktus. Ich hasse Kakteen. Also, im Spiel. Sonst sind sie an und für sich sehr pflegeleicht. Gehen wir einfach in die Richtung. Vielleicht finden wir noch was Hübsches auf dem Weg. Aber das ist einfach vom Holz her besser, wenn wir uns da irgendwo ein Prefab oder was suchen. Dann kommen wir dann besser zu Rande, glaube ich. Birdnest. Drei Pfeile. Schmarrn. Drei Federn, immerhin. Na komm, kranke Schwester. Ich will nur deine Kohle. Ja, ist blöd, wenn man natürlich irgendwas
fleischmäßig dabei hat, dann werden sie ganz fickrig und greifen dich an. Da geht dann halt einer ab, den Zombies. Scrap it. Killers, die sind auch immer gut. Baumstumpf. Na komm, hier ist doch bestimmt irgendwo was, wo man sich niederlassen kann. Ist da hinten? Das Meer. Ah, ich mag lieber die Sambal der Cooking Grill, den nehmen wir mal mit. Bei dem Level auch schon egal. Oh. Verdammt, wir haben wieder keinen Platz im Inventar. Das ist so ätzend. Snowberries. Ach, den kann man zur Not auch herstellen. Das brauchen wir jetzt nicht. Schauen wir mal. Ich will auch nicht alle Arrows machen, weil wenn wir dann auf Metall umsteigen, dann brauchen wir auf jeden Fall die Federn. Über den Wald vor lauter Bäumen nicht. Ah, ist da gar nichts. Irgendein Häuschen, irgendwas. Ich wollte eigentlich jetzt nicht von Grund auf am Anfang an Tag 1 gleich anfangen zu bauen. Nest. 15 Federn, gut. Ah ja. Schauen wir bloß kurz, ist das Blatt, oder? Ja. Ah ja. Ja, vielleicht doch eher mal in die Richtung weiter. Schaut so aus, als würde das Biom da weitergehen, oder? Ja. Und da ist gleich ein Zombie. Ja, genau. Da hinten war noch einer. Bär wäre nur schlecht. Die kann man schon mit Vorderrüstung kaum töten. Ein Hieb und du bist halbtot. Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Wie viel Zeug kann man in einen Baumstamm packen? Ein Baumstumpf. Ach, du lebst immer noch. Ups. Ah, Ninja-Zombie. Ich hasse das, weil die so lautlos sind. Nein! Nein, ich komme nicht aus dem Menü raus. Ah, shit. Ah, oh, das war jetzt wieder knapp, ey. Ach, scheiße.
Flashlight ist schon gut. Kann man schon gebrauchen, du. Drei Wasser. Ach, das ist eine kleine Metallhütte, Mann. Ist zwar besser als gar nichts, aber naja. Ich hätte schon gerne was Anständiges für den Start. Aber noch nicht. Gleich mal esse. Na, wenn es so wirklich gar nichts anderes hier in der Nähe gibt. Oh. Na du? Oh geil, leeres Glas. Ah, da ist zumindest mal ein Buch drinne. Ja gut, eine Holztür werden wir gerade noch klein kriegen. Ja, ich meine, man kann es schon irgendwie verwenden, aber ja gut. Ist eigentlich nicht das, wonach ich gesucht habe. Aber vielleicht ist ja ein Buch drinne, das wir brauchen können. Gut, dass ich Zombie Spawn auf Very Low eingeschaltet habe. Stell dir mal vor, ich hätte es irgendwie auf viele eingestellt. Okay, dann tun wir da erstmal das Fleisch rein. Dann sind sie vielleicht nicht mehr so aggro. Au, oh, sehr geil. First Aid Kit. Ah, das ist cool natürlich. Vor allem, weil wir Yuka haben und so. Ich muss aber jetzt irgendwo mal irgendwo ein Campfire bauen. Es. Gut. Naja, gut, dann machen wir erstmal da die Wooden Frames hin. Wood Frame heißen die, glaube ich. Machen wir 10 Stück. Haben wieder mal keinen Platz im Inventar, ist ja klar. Tun wir da unsere Hückerpflanzen noch rein. So. Drinnen gleich Licht. Ja, so für Tag. Ja. Das heißt, kleiner Unterschlupf oder. Ups, Entschuldigung. Fürs Mining geht schon. So als Mining-Hütte. Ja, man kann es ja auch hier noch ausprobieren. Ja, dann siedeln wir uns erstmal da an. Geht schon. Fahren wir halt an, gell? Und da gehen wir dann nochmal eins nach. Ja, das geht schon. Dann schauen wir mal, wie viel Woodframes wir machen können.
Woodframe. Ja, wo sind sie denn? So. Dann hacken wir mal nebenbei ein bisschen Holz. Wenn wir den Baum dafür auch treffen.